Heute kümmern wir uns um Butter. Also was direkt auffällt, dieses Butterregal fängt irgendwie hier an und geht einmal komplett nach hinten durch. Und bei dieser ganzen Auswahl frage ich mich, was ist da eigentlich überall drin? Butter aus frischem Berg- und Alpenrahm. Da ist nur 65% Butter drin, der Rest ist Öl und Wasser. Biomargarine aus rein pflanzlichen Zutaten. Oh, vegane Butter, jawohl. Außerdem will ich natürlich wissen, was das beste Produkt für Umwelt und Klima ist. Gerade durch den Verzicht auf die Pestizide beispielsweise haben wir große Vorteile im Bereich der Biodiversität. Tierwohl wird ja auch immer wieder angeführt als ein Vorteil auf der Bio-Seite. Und all diese Elemente sind eben nicht Teil der CO2-Bilanz. Von Bio-Butter bis zur veganen Alternative. Was ist drin und welche schmeckt uns und dem Klima am besten? Genau das finden wir jetzt raus. Jede und jeder von uns isst pro Jahr gut 6 Kilogramm Butter. Wie die hergestellt wird, das schaue ich mir als erstes an. Und zwar in dieser kleinen Dorfkäserei. Hier wird die Butter noch mit viel Handarbeit aus Bio-Heumilch hergestellt. Es kaschiert gut den Bauch, siehst du? In der Molkerei treffe ich Käsemeister Robert und Geschäftsführerin Nadine. Käse ist ihr Hauptgeschäft. Die Butter wird aus dem Molkenrahm gemacht, der bei der Käseherstellung übrig bleibt. Ist es dann ein Abfallprodukt eigentlich? Also doof gesagt jetzt. Also doof gesagt ja. Also tatsächlich, als wir angefangen haben hier in der Dorfkäserei, ist die Molke in den Gulli gelaufen. Auch in der industriellen Produktion wird Molke weiterverarbeitet. Sie ist viel zu wertvoll zum Wegleeren. Hier wird der Molkenrahm erstmal so lange geschlagen, bis sich die festen und flüssigen Bestandteile trennen. Übrig bleiben feine Butterkügelchen und Buttermilch. Die Kügelchen werden dann zu Butter weiterverarbeitet. Jetzt setzt ihr rein auf Heumilch. Genau. Warum eigentlich? Ja, also Heumilch ist natürlich die ursprünglichste Form der Milchproduktion. Und es ist einfach auch am besten für die Umwelt, es ist am besten für die Tiere. Also du musst dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel jetzt gerade ist ja Mähwetter, heute mähen natürlich unsere Bauern das frische Gras. Und bei uns ist es nicht so, dass dann alles auf einmal abgemäht wird, sondern es werden immer auch... Wir sagen dazu eine mosaikartige Bewirtschaftung. Also es wird immer nur in Teilen gemäht. Und es gibt auch immer Blühstreifen, sodass die Insekten auch immer Rückzugsmöglichkeiten haben und nicht von heute auf morgen sozusagen ihren Lebensraum verlieren. Und das ist eben ein ganz wichtiger Beitrag, den unsere Landwirte eben für unsere Natur auch tun. Ob Heumilchbutter tatsächlich so viel besser für die Umwelt und das Klima ist als klassische Markenbutter, Margarine oder die veganen Alternativen, das finde ich noch heraus. Das Besondere bei Heumilchbutter ist in jedem Fall, sogenannte Silage, also konserviertes Futtermittel, ist hier verboten. Der Getreideanteil darf bei Bio-Heumilch nur maximal 15% betragen. Stattdessen gibt's Gras oder logisch Heu. Bedeutet auch, die Kühe stehen möglichst selten im Stall und viel auf der Weide. In der Bio-Haltung haben die Tiere im Vergleich zu konventionellen außerdem mehr Platz. Was bekommen die Kühe im Sommer und im Winter? Kühe sind etwa, also wirklich im ganz frühen Frühling, so Anfang April, je nach Wetter. Und dann bis in den ganz späten Herbst, also bis Anfang November, Mitte November, je nach Wetterlage, sind die wirklich jeden Tag auf der Weide. Und im Winter dann natürlich nicht, aber da sind sie dann im Stall und wir haben schöne offene Laufstelle. Inzwischen ist die Butter fertig gerührt. Sie muss einen Fettanteil von mindestens 80% haben. Erst dann darf sie sich Butter nennen. Das ist in der deutschen Butterverordnung und ja, auch die gibt es so festgelegt. Okay. Jetzt, Tobi, kannst du mal Hand anlegen? Jawohl, mach ich. So, einfach rein. Es fühlt sich gut an. Es ist wie so ein Bad in einer Creme. Alter, wie kommt denn diese schöne Farbe eigentlich zustande für euch? Durch die Weidefütterung, durch das gesunde Futter. Okay. Also es liegt komplett am Futter? Ja. Wenn die Kühe viel frisches Gras fressen, ist die Butter deutlich gelber. Aber Achtung, um die Farbe auszugleichen, setzen manche Hersteller Carotin oder andere Farbstoffe ein. Die finden wir dann in der Zutatenliste. So, wo geht's jetzt hin? Ja, jetzt gehen wir zum Modeln. Jetzt haben wir ja die Butter quasi im Fass und genau. Also formen quasi, ne? Genau. Okay. Also man sagt modeln traditionell, wir haben traditionelle Holzmodel. Nadine und ich verpacken die handgemodelte Butter natürlich auch per Hand. Ist denn eure Butter
deutlich teurer als jetzt eine ganz normale deutsche Markenbutter? Ja, natürlich ist die teurer. Das muss er ja auch. Sie ist ja, ja, wie viel Handarbeit da dahinter steckt und wie gering dann doch die Ausbeute ist. Also wir machen das jetzt auch nicht, um jetzt viel Geld zu verdienen. Wie soll das schon gehen? Ich meine, wir haben jetzt 50 Kilo hergestellt in diesen 4 Stunden, müssen es jetzt noch verpacken. Ja. Da kann nicht viel dabei übrig bleiben. Rund 4,20 Euro kostet so ein Päckchen Bio-Heumilchbutter. Deutsche Markenbutter kostet oft nur ein Viertel davon. Der Preis ist eine Sache. Aber wie unterscheiden sich die Inhaltsstoffe klassischer Butter von Margarine, Mischprodukten aus Butter und Pflanzenöl und von den veganen Alternativen, die es mittlerweile im Kühlregal gibt? Das weiß Ernährungsberaterin Heike Silber von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Heike, ich möchte mit meiner brennendsten Frage beginnen. Ich bin nicht Veganer und frage mich immer, was ist der Unterschied zwischen Margarine und veganer Butter? Ja, also bei der Margarine denkt man ja immer, die ist rein pflanzlich. Mhm. Und der Großteil ist auch pflanzliche Öle und Fette. Ja. Aber laut Gesetz darf auch in der Margarine bis zu 3% tierische Fette, also tierische Milchfett drin sein. Butter ist aus Milch, also ein tierisches Produkt, hat relativ wenig Zutaten, ist eigentlich ein sehr schönes, natürliches Lebensmittel auf dem Markt. Und bei der Margarine haben wir vorwiegend die pflanzlichen Fette. Und in der Margarine darfst du zum Beispiel Vitamine zusetzen, du darfst Aromen zusetzen. Also da sind einfach viel mehr Zutaten und Zusatzstoffe drin. Vegane Butter hingegen darf nur pflanzliche Inhaltsstoffe enthalten. Margarine basiert meistens auf Raps- oder Sonnenblumenöl. Die enthalten viele ungesättigte Fettsäuren und gelten als gesund. Die veganen Butteralternativen enthalten meist noch andere Fette. Und zwar haben eigentlich alle, die ich in der Hand halte, ich habe es vorhin schon angeschaut, Kokosfett und Shea-Butter drin. Ja, und die haben eigentlich auch viel gesättigte Fettsäuren. Das ist jetzt nicht unbedingt die bessere Alternative. Denn zu viele gesättigte Fettsäuren können das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Als Faustregel gilt, je fester ein Fett, desto mehr gesättigte Fettsäuren sind enthalten. Kokosfett enthält zum Beispiel etwa 92% gesättigte Fettsäuren, Butter rund 66%. Für die Gesundheit ist reine Pflanzenmargarine ohne viele Zusätze also besonders empfehlenswert. Wie es für die Umwelt aussieht, dazu gleich mehr. Was ist eigentlich mit, ich nenne es mal, Mischprodukten? Mhm. Hier haben wir quasi Butter mit Rapsöl, das auch. Nehme ich nämlich sehr gerne, weil es halt sofort streichzart ist. Ja, genau. Das ist zum Beispiel so eine Zwischenalternative. Ne? Ich habe oft den Buttergeschmack noch drin, aber das Rapsöl macht es streichfähiger und macht es dann von den Fettsäuren auch gesünder, weil ich dann die ungesättigten Fettsäuren vom Rapsöl noch drin habe. Das ist eigentlich so eine gute Kombination. Sehr schön. Hast du eigentlich Lust, was zu probieren? Ja. Weil ich bin sehr heiß zum Beispiel auf eine Haferbutter, in Anführungszeichen, muss man immer sagen, wie die schmeckt. Es kommt der Butter schon ran, aber es ist ein bisschen... Es geht ganz schnell weg. Mehlig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Als hätte man ein Müsli geschrotet. Mhm. Apropos, während wir hier gerade so snacken, habe ich mal eine Frage an euch. Welche Butter kauft eigentlich ihr? Seid ihr irgendwie Team Margarine, vegane Butter? Mhm. Seid ihr wie ich eher so ein Mischding mit Öl drin? Oder muss es eine bestimmte Bio-Butter sein? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das interessiert mich. Und wir essen mal weiter. Nach der veganen Butter gibt's jetzt zum Vergleich eine konventionelle Margarine auf Basis von Sonnenblumenöl. Ja, typisch Margarine. Jetzt interessiert uns noch eine zweite vegane Butteralternative. Hier ist vor allem Sonnenblumenöl drin, aber auch Shea-Butter und Kokosöl. Vom Gesundheitswert also schon mal nicht so berauschend, aufgrund der ganzen gesättigten Fettsäuren. Vielleicht überzeugt uns aber der Geschmack. Da bin ich jetzt gespannt im Vergleich zum Hafer. Ergebnis: uns schmeckt's. Aber ich finde, als Alternative könnte man jetzt eigentlich alles irgendwie nutzen, ne? Ja, es also schmeckt nichts unangenehm. Ja, der läuft ja auch als Dreiviertelfett Pflanzenmargarine, aber ich finde, im Vergleich zu Margarine schmeckt es deutlich butteriger. Mhm. Also diese vegane
Butter hat mehr Buttergeschmack als Margarine für mich. Also auch der Hafer lockt da. Nach Inhaltsstoffen und Geschmack kommen wir nun zur Ökobilanz. Welche Buttersorte, Buttermix oder pflanzliche Alternative ist am besten für Klima und Umwelt? Das weiß Nils Rettenmeier. Er hat sich in seiner Forschung für das IFOI-Institut mit den Umweltauswirkungen von Butter und den Alternativen beschäftigt. Zu welchem Produkt würdest du denn aus Klimasicht greifen? Die durchschnittliche Butter hat ungefähr 9 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm und damit einen vergleichsweise hohen Fußabdruck. Es gibt andere Produkte, die Margarinen, die sind im Schnitt nur bei 2 bis 3 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm und damit haben sie 2/3 weniger Emissionen als das Kilogramm Butter. Das heißt, wenn ich jetzt rein aus Klimasicht argumentieren würde, müsste man zur Margarine greifen. Für ein 250 Gramm Päckchen Butter braucht man ganze 5 Liter Kuhmilch. Kühe produzieren klimaschädliches Methan. Jede Kuh bis zu 500 Liter am Tag. Dazu kommt das sogar noch schädlichere Lachgas aus Gülle und Mist. Für das Kraftfutter der Kühe müssen große Flächen bewirtschaftet werden. Unter Einsatz von Dünger und Pestiziden. Auch ein Punkt ist der enorme Wasserverbrauch für die Futterpflanzen sowie lange Transportwege, weil das Futter oft aus dem Ausland zu uns gebracht wird. Da müsste die regional produzierte Heumilchbutter doch etwas besser wegkommen, oder? Ist das was Besonderes? Muss man da aus Klimasicht was beachten? Aus Klimaschutzsicht würde ich die Heumilchbutter ähnlich einschätzen wie die normale Butter. Natürlich versucht man hier durch den Einsatz von Heu eben den Einsatz von Soja oder anderem Kraftfutter deutlich zu minimieren, was wiederum Vorteile bringt bei der Futtermittelbereitstellung, ganz klar. Aus Umweltschutzsicht insgesamt ist die Heumilchbutter schon zu bevorzugen, weil sie eben durch die Verwendung von Heu Vorteile bei der Biodiversität mit sich bringt. Was interessant ist, Bio-Butter schneidet in der CO2-Bilanz schlechter ab als normale. Das liegt unter anderem daran, dass die Tiere länger leben und weniger effizient Milch geben. Es zeigt aber auch, dass ein Parameter, nämlich die CO2-Emissionen, nicht ausreichen, um die Umweltauswirkungen der Landwirtschaft ordentlich zu beschreiben. Wir haben ja durchaus Vorteile im ökologischen Landbau, gerade durch den Verzicht auf die Pestizide beispielsweise, haben wir große Vorteile im Bereich der Biodiversität. Tierwohl wird ja auch immer wieder angeführt als ein Vorteil auf der Bio-Seite. Und all diese Elemente sind eben nicht Teil der CO2-Bilanz. Wenn wir in die vegane Ecke gehen, hier liegt ein Haferblock. Wie ist denn so ein Produkt zu bewerten? Die sind vermutlich von ihrer Bilanz noch eine Ecke besser als die pflanzenölbasierten Margarinen, wenn jetzt hier der Hafer einen größeren Anteil hat. Hafer hat auf jeden Fall einen besseren Fußabdruck als jetzt Pflanzenöle. Jetzt könnten ja viele, die uns gerade zuschauen, sagen, sag mal, die reden über Butter. Ja, man schmiert sich mal Butter auf eine Brezel oder morgens aufs Brötchen. Ist Butter jetzt so ein Thema? Man kann natürlich sagen, Butter, okay, im Jahresschnitt isst jeder Bundesbürger, jede Bundesbürgerin ungefähr 6 Kilo. Es ist ungefähr so viel an CO2-Emissionen wie das gesamte Gemüse, was wir zu uns nehmen. Und das sind ungefähr 110 Kilo im Jahr. Das bisschen Butter macht also schon ganz schön was aus. Sprich, es lohnt sich, dass wir da auch mal genauer hinschauen. So, was haben wir gelernt? Butter ist leider kein klimafreundliches Lebensmittel, kann man nicht anders sagen. Aber wenn wir möchten, können wir auf zwei Dinge achten. Erstens auf einen pflanzlichen Anteil, also zum Beispiel mal ein Mischprodukt mit Pflanzenöl drin probieren. Oder wir greifen direkt zur Margarine oder zur veganen Alternative. Ansonsten lohnt es sich für die Umwelt und das Tierwohl, eine Bio-Butter zu nehmen, auch wenn die Klimabilanz schlechter ausfällt. So, bevor ich jetzt in mein Butterbrot noch mal beißen darf, arbeite ich noch mal ganz kurz was. Ich habe nämlich noch zwei Filmvorschläge für euch. Einmal pflanzliche Milchersatzprodukte. Welche ist eigentlich da die beste? Ich habe einen großen Test gemacht und hier unten ein ganz großer Check pflanzlicher Ersatzprodukte. Wie sieht's aus mit der Qualität und ist der Preis immer gerechtfertigt? Dieses Video gibt's hier. Viel Spaß euch beim Gucken. Ich beiß mal rein. Bis zum nächsten Mal.